Ach, schau an! Es gibt also geleakte Chatprotokolle der letzten Generation mit Politikern aller Parteien, außer der AfD, also mit allen demokratischen Parteien, fast so, als wäre das alles gewollt. Schauen wir uns diesen Schwurbel doch mal an. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Clownys gewollter Aktivismuswelt. Bevor ich zu dem Weltplus-Artikel komme, der sich natürlich nur hinter der Paywall, wie könnte es auch anders sein, mit diesem politischen Zündstoff die Ehre gibt, möchte ich euch nochmal kurz das nötigste Allgemeinwissen über die Klebekids vermitteln, das die Öffentlich-Rechtlichen und die Mainstream-Presse abseits der Welt, der JF und Tichy niemals mit investigativen Recherchedruck veröffentlichen werden. Nicht weil sie nicht können, sondern weil sie halt nicht wollen. Die gesamte Bewegung ist eine AstroTurf-Bewegung, also das Gegenteil von einer Grassroot-Bewegung. Einer Bewegung harmloser, besorgter Menschen aus der Mitte der Bevölkerung, die jetzt wie eine Graswurzel auf natürliche Art und Weise erwachsen, weil wir sonst keine Hoffnung haben, den sogenannten Weltuntergang zu verhindern. Sie ist nicht natürlich gewachsen, sondern von den Anführern dieser Gesellschaft, seines Behörden oder einflussreichen Finanziers gewollt und initiiert. Sie ist eine Kunstrasenbewegung, zu Englisch AstroTurf. Warum ich das sage, werde ich euch im Folgenden erklären. Zu den Fakten: Sie haben mehreren Menschen durch ihren Aktivismus, der in Form von Nötigung eine Straftat stattfindet, ein früheres Ableben beschert. Sei es der britische Ableger Just Stop Oil, bei denen es zu einem Crash bei einem durch sie verursachten Stau kam, dort kamen zwei ums Leben. Auch in Deutschland kam jede Hilfe für eine Dame zu spät, da das notwendige Rettungsvehikel durch einen durch sie verursachten Stau, also der letzten Generation, nicht schnell genug zu ihr durchdringen konnte. Auch nehme ich persönlich an, dass wir dort eine beachtliche Dunkelziffer haben, die wir nie wirklich erfahren werden. Die Polizei als exekutive Behörde dieses Staates lässt die Proteste in vielen Fällen, leider muss man sagen viele, einfach geschehen und löst diese nicht direkt bei ihrer Ankunft auf, wie sie es eigentlich machen sollten. Wir haben Fälle, wo Polizisten die Kleber sogar vor den Autofahrern schützen, die sich zur Wehr setzen gegen diese Nötigung, während sie selbst nicht das tun, wofür sie gerufen wurden, diese Protestanten von der Straße zu holen. Und diese Fälle häufen sich. Nicht zu reden von unzähligen Rettungswagen allein in Berlin, die durch sie verursacht daran gehindert waren, zu Unfallstellen vorzudringen oder Patienten zum Beispiel im Falle eines Schlaganfallkrankenwagens schnellstmöglich ins Krankenhaus zu befördern. Auch hier sind genug Fälle zu finden, auch im Mainstream-Pressespiegel. In die Tagesschau schafft es so ein Fall jedoch niemals, jedoch exklusive Interviews, die schaffen es schon, wie jüngst mit der Sprecherin der letzten Generation. Zu ihren Forderungen. Sie fordern mit ihrem Protest das Installieren eines Gesellschaftsrates der ausgewählten Bürgern durch von der letzten Generation ausgewählten Experten, in Anführungszeichen, die richtige Meinung zur Thematik einflößen soll. Dieser Rat soll dann der Politik vorschreiben, wie sie vorzugehen hat. Im Kern also eine Diktatur, halt mit Extraschritten. Man möchte der Politik und der Wirtschaft dadurch das Heft aus der Hand nehmen und trotz all diesen antidemokratischen und planwirtschaftlichen, also kommunistisch anmutenden Bestrebungen, sieht der Chef des deutschen Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, keinen Grund, sie zu beobachten, geschweige denn sie als extremistisch einzustufen, da sie in seinen Augen, und ich paraphrasiere hier, lediglich die Politik aufwecken wollen und Straftaten sie noch nicht extremistisch machen. Das Begehen von Straftaten macht diese Gruppierung jetzt nicht extremistisch. Ja, extremistisch ist immer dann, wenn der Staat, die Gesellschaft, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage gestellt wird. Und genau das tun die Leute ja eigentlich nicht. Die sagen, hey Regierung, ihr habt so lange geschlafen, ihr Regierung müsst jetzt endlich mal was tun. Also anders kann man gar nicht ausdrücken, wie sehr man dieses System eigentlich respektiert, wenn man eben die Funktionsträger jetzt nun zum Handeln auffordert. Ich erkenne jedenfalls gegenwärtig nicht, dass sich diese Gruppierung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Und insofern ist das kein Beobachtungsobjekt für den Verfassungsschutz. Herr Quent. Die Sache mit dem demokratiefeindlichen Gesellschaftsrat scheint er da gekonnt auszublenden. Auch hier kann man annehmen, dass diese Behörde ein bis zwei Augen zudrückt. Sie sind europaweit bestens organisiert und kamen zeitgleich aus dem Nichts. Besonders natürlich wirkt das nicht auf mich als kritischen Beobachter. Entsprungen ist die letzte Generation in Teilen auch aus Extinction Rebellion, einer extremen Klimabewegung. Sie teilen sich viele Mitglieder, das gibt man selbst in Interviews zu. Der Co-Gründer von Extinction Rebellion sagt übrigens in seinem Schreiben,
Schreiben an die Mitglieder von Extinction Rebellion, dass es bei ihnen nicht vorrangig ums Klima gehen würde, sondern um die Abschaffung der weißen Vorherrschaft, dem Patriarchat, Eurozentrismus, Heteronormativität, Klassenhierarchie und so weiter. Klassische Wald- und Wiesen, linksradikale Talking Points also. Der Klimaschutz scheint hier wie ein gesellschaftlich salonfähiges Gewand, um die wahren Ziele gelegt zu werden, um das ideologische Fundament etwas, zu tarnen und es gesellschaftlich anschlussfähiger zu machen. Auch bei der Finanzierung und Ausbildung, ja, sie werden ausgebildet, wankt das Wild vom autonomen und natürlich gewachsenen Aktivismus. Hauptgeldgeber, das gibt man offen zu, ist der Climate Emergency Fund, kurz CEF. Er fasst auf seiner Seite sämtliche Ableger der letzten Generation, sei es Just Stop Oil, Ultima Generazione aus Italien und weitere, wie auch Extinction Rebellion, als das sogenannte A22-Netzwerk zusammen. Sie bezahlen aus ihren Töpfen Aktivisten mit bis zu 1.300 Euro monatlich. Sie können sogar sozialversicherungspflichtig angestellt werden. Zitat Focus: 2022 seien demnach 43 Organisationen, das A22-Netzwerk, mit 4,3 Millionen US-Dollar unterstützt worden. Neben der letzten Generation gehören auch Gruppen wie Extinction Rebellion und Just Stop Oil aus Großbritannien dazu. 50.000 Euro kamen in diesem Jahr, also das Jahr 2022, direkt der letzten Generation Deutschland zugute, die für Vorträge und Schulungsarbeiten gedacht sind. Zitat Fokus. Man bildet also auch seine eigenen Aktivisten aus und rekrutiert diese. Klingt sehr natürlich gewachsen. Inwiefern Fördergelder dieser Güteklasse dem Begriff des zivilen Ungehorsams gegenüberstehen, muss ich euch, denke ich, nicht erklären. Hinter dem CEF steht die millionenschwere Ölerbin Aileen Getty, Tochter von Öltycoon John Paul Getty. Unter den Kadern des CEF findet man auch Rory Kennedy, ja, die Kennedy, und andere Größen aus Hollywood. Ohne jetzt jeden Einzelnen hier referieren zu wollen, ist klar, dieser sogenannte Protest wird mit Millionen aus elitären und einflussreichen Kreisen bezuschusst, in der Justiz nicht gebührend mit Urteilen versehen, die diesen Protest Einhalt gebieten, von der Polizei nicht genüge verhindert und ist auch von der hiesigen Politik gewollt und wird medial im Ansatz vorsichtig kritisiert, jedoch nur in Form von Manöverkritik, nicht grundlegend. Eher wird er beworben und immer wieder durch Einladungen in Talkshows belohnt. Kurz, diese Bewegung ist nicht dafür da, um Menschen in meinen Augen zu überzeugen, sondern sie in die Akzeptanz hinein zu drangsalieren. Der Protest ist gewollt, Rekrutierung und Förderung von hoher Stelle koordiniert und finanziert. Sie ist kurz gesagt geAstroturf. Es ist ein Protest von oben dirigiert und nicht von unten. Protest von oben gesteuert ist kein Protest, sondern Werkzeug der Macht. Das muss ich an der Stelle so sagen. Und so kommen wir auch schon nach dieser kleinen Einleitung zum neuen Weltartikel, denn wer hätte es gedacht, man steht im regen Austausch mit allen Parteien. Also mit allen demokratischen Parteien. Scherz am Rande. Die feiern uns, was die letzte Generation mit Politikern und Journalisten bespricht. Interne Protokolle der Klimaaktivisten belegen einen intensiven Austausch mit Abgeordneten und Ministern aus Bund und Ländern. Hört, hört. Sogar Polizisten sollen sich der Bewegung angeschlossen haben. Das würde in meinen Augen das ein oder andere erklären. In den akribisch geplanten Gesprächen bauen die Klimaaktivisten ein Netzwerk von Unterstützern aus. Der 24. Mai in den frühen Morgenstunden. 170 Polizisten durchsuchen deutschlandweit Wohnungen und Geschäftsräume. Sie sind auf Betreiben der Münchner Generalstaatsanwaltschaft ausgerückt. Ihr Ziel? Neue Erkenntnisse über die Klimaprotestgruppe Letzte Generation zu sammeln. Die Münchner Ermittler sind überzeugt, dass die Gruppe eine kriminelle Vereinigung gebildet hat. Ja, zu dem Schluss wird, glaube ich, jeder mittlerweile gekommen sein. Sie begehen ja auch Straftaten, organisiert, ist also eine kriminelle Vereinigung. Nur zwei Tage vor der Razzia sitzen Letzte Generation Mitgründer Henning Jeschke und zwei weitere Aktivisten in Berlin mit den grünen Bundestagsabgeordneten Johannes Wagner, Stefanie Effner und Swantje Michalsen zusammen. Oder Michaelsen, je nachdem. Jeschke hat einen Plan. Er ist festgehalten auf Strategiepapieren der Letzten Generation. Die Bewegung nutzt Treffen mit Abgeordneten demnach, um in der zweiten Reihe des Parlaments Unterstützung für die eigenen Anliegen zu mobilisieren. Über Hinterbänkler soll Druck auf die Fraktionsspitzen von Grün und SPD erzeugt werden. Die wiederum sollen Kanzler Olaf Scholz und Verkehrsminister Volker Wissing zu den nötigen Maßnahmen zwingen. Die Etablierung eines Tempolimits, ein 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr und die Einführung eines Gesellschaftsrates, der am Parlament vorbei Klimaschutzmaßnahmen beschließen kann. Das Gespräch mit den Grünen-Abgeordneten läuft gemäß dem Protokoll
gut. Demnach sagen die Bundestagsabgeordneten zu, die Aktivisten mit weiteren Politikern zu vernetzen. Die letzte Generation steht in regen Kontakt mit Bundestagsabgeordneten, Landesregierungen, Polizisten und Journalisten. Interne Protokolle der Gruppe Die Welt am Sonntag vorliegen, legen nahe, dass mehrere Entscheider Sympathien mit der letzten Generation äußerten und teilweise sogar Unterstützung anboten. Und das, obwohl aktuell 2 Staatsanwaltschaften wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen die Aktivisten ermitteln. Insgesamt trafen sich Vertreter der letzten Generation seit dem vergangenen Jahr mit mindestens 22 Bundestagsabgeordneten von SPD, Grünen, FDP und Linken. Dazu kamen mehrere Treffen mit Vertretern von Landesregierungen, darunter mit der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, SPD, und dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann, CSU. Sowie diese Woche mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, Grüne. Auf kommunaler Ebene fanden Gespräche mit mindestens 35 Oberbürgermeistern statt. Einige Stadtchefs solidarisierten sich mit offenen Briefen. Zu vielen dieser Treffen gibt letzte Generation später Pressemitteilungen heraus. Andere gehen diskret vonstatten. Was im Detail hinter verschlossenen Türen besprochen wird, bleibt zwar auch in den Protokollen im Ungefähren. Klar wird durch die Lektüre allerdings, die Politik signalisiert Dialogbereitschaft. Viele Gesprächspartner sagen zu, weitere Kontakte herzustellen. Dabei war der Umgang der letzten Generation nicht immer so entspannt. Exemplarisch steht dafür der zurückliegende Bundestagswahlkampf. Damals waren in der Nähe des Bundeskanzleramtes mehrere junge Menschen in den unbefristeten Hungerstreik getreten. Sie wollten Politiker so zu Gesprächen zwingen. Es war die Geburtsstunde der letzten Generation in Deutschland. Für viel Aufmerksamkeit sorgte damals ein Video, das den Grünpolitiker Cem Özdemir zeigt, der in der Nähe des Camps von einem Aktivisten verbal bedrängt wird. Özdemir winkte ab und sagte, ihr schadet dem Klimaschutz. Nicht alle Politiker waren so konsequent. SPD-Kanzlerkandidat Scholz stimmte einem Gespräch zu. Die Aktivisten lernten früh, dass Erpressung funktionieren kann. Laut den Protokollen machten Politiker im Rahmen dieser Gespräche diverse Zusagen. So vermerkten die Aktivisten nach dem Treffen mit der grünen Bundestagsabgeordneten Katharina Beck im Oktober vergangenen Jahres, dass die Politikerin der Gruppe fortan regelmäßig über interessante Vorgänge in der Gesetzgebung berichten wolle. Ach so, mehrere Abgeordnete, darunter die grünen Abgeordneten Michaelsen, Wagner und Effner, boten an, den Kontakt zu weiteren Politikern herzustellen. Außerdem könne man die Aktivisten zu verschiedenen grünen Veranstaltungen einladen. Das ist ja schön. Die grünen Abgeordnete Jamilia Schäfer soll im November bekundet haben, ihre Partei stünde hinter den Forderungen der letzten Generation. Aha! Also eine Abgeordnete befürwortet die Bildung eines antidemokratischen Gesellschaftsrates. Tja, die Grünen seien jedoch gefangen in der Koalition. Zitat, nach einem Gespräch mit SPD-Bundestagsabgeordneten Helge Lind im Dezember notierten die Aktivisten, er will uns unterstützen und in die SPD infiltrieren. Was sagt das über unsere Demokratie und über diesen sogenannten Protest? Der bayerische Innenminister Herrmann, CSU, sagte laut Protokoll im Dezember 22, dass der Klimaschutz zu langsam vorankomme. Das sagt die CSU, das sind die Konservativen hier im Land, ne? Letzte Generation Mitgründer Henning Jeschke solle angeboten haben, per E-Mail in Kontakt zu bleiben, das ist aber nett. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger, SPD, soll der letzten Generation im April dieses Jahres gar ein PR-Coup vorgeschlagen haben. Gemäß der Protokolle habe sie erklärt, dass die Aktivisten sich an einen alten Tisch von ihr kleben könnten, als Gag für die Medien. Beck, Herrmann und Rehlinger bestätigen Treffen mit den Klimaaktivisten, wollten konkrete Gesprächsinhalte aber nicht kommentieren. Ein Schelm, wer Böses denkt. Schäfer gab an, das Protokoll gebe nicht den tatsächlichen Inhalt des Gesprächs wieder. Genau, die haben nämlich über was komplett anderes geredet, schon klar. So habe sie vielmehr klargemacht, dass sie die Aktion der Gruppe für wenig zielführend halte. Lind nannte das Protokoll des Gespräches absurd. Also der Mann, der sagte, man möge sie in die SPD hinein infiltrieren. Er habe weder Unterstützung noch Hilfe bei der Vernetzung angeboten. Das haben die sich also nur ausgedacht, laut Herrn Lind. Wagner und Effner bestätigen ein Treffen, gingen auf konkrete Nachfragen aber nicht ein. Weitere Überschrift, neue Protestslogans mit Journalist Thilo Jung entwickelt? Aha! Insgesamt zeigen die Dokumente, dass Mandatsträger bereitwillig mit den radikalen Aktivisten in den Dialog treten. Und das, obwohl die letzte Generation wohl weit radikalere Pläne schmiedet, als sie es öffentlich kundtut, schreiben sie hier. Das wissen wir natürlich nicht. Darauf deutet etwa ein Treffen mit dem Journalisten Thilo Jung hin. Im November 22 traf sich Jung, der durch sein Format Jung und Naiv zu einem der bekanntesten Politikjournalisten
des Landes avancierte in einem Berliner Café mit einem Aktivisten der letzten Generation. In dem Gespräch zeigt ein Protokoll des Treffens, entwickelten Jung und die Aktivisten Ideen für neue Protestslogans. Darunter: Euer Wachstum tötet uns, das klingt gar nicht fanatisch, und Schluss mit eurem Wachstumsterror. Zitat. Beide Seiten schienen sich einig, der Wachstumszwang, die Reichen und der Kapitalismus seien schuld am Übel des Klimawandels. Ja, was ist denn die Alternative? Bisschen Planwirtschaft, oder? Bisschen Kommunismus? Jung konstatierte demnach, Doppelpunkt, für Reform ist es zu spät. Achso, für Reform ist es zu spät. Das heißt, entweder Revolution oder Untergang, oder was? Herr Jung erklärte auf Anfrage, er wolle zu den Details des Gesprächs keine Auskunft geben. Sehr transparent, Herr Jung. In einem Dokument der für die Politikvernetzung zuständigen Arbeitsgruppe der letzten Generation ist der Plan für eine Wirtschaftspolitik skizziert, die mit freier Marktwirtschaft nur wenig zu tun hat. Dort heißt es, in Anlehnung an die Ideen der linken Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann stichwortartig, sind im Kriegszustand Auslassung, weniger ist mehr, staatliche Steuerung, Energie rationieren, Millionen umschulden, Bürger Innenrat als Staat für bessere Welt. Ziel sei im Modell, bei dem der Staat die Firmen lenke. Also eine Planwirtschaft. Jetzt wird's nochmal richtig würzig, es sei denn, das sei euch noch nicht alles würzig genug gewesen. ARD-Moderatorin Reschke, Zitat, bald auf einen Kaffee treffen. Ja, und da soll nochmal jemand sagen, die Öffentlich-Rechtlichen seien nicht neutral. Noch kann sich die letzte Generation wohl zumindest auf mediale Unterstützung verlassen, schreiben sie hier. In Dokumenten zur Vernetzung mit Journalisten notieren die Aktivisten unter anderem ein Gespräch mit einem Mitarbeiter aus der Redaktion vom ZDF-Satiriker Jan Böhmermann. Keine direkte Zusammenarbeit, aber die feiern uns, Zitat. Ach, Herr Böhmermann findet das also toll. Ja, wer hätte das gedacht? Auch bei der Nachrichtenagentur Reuters habe man eine Kontaktperson, Zitat, die uns liebt, Zitat Ende. Und mit der ARD-Moderatorin Anja Reschke wolle man sich bald auf einen Kaffee treffen. Ja, auch nett, ne? Neben Kontakten zu Politikern kümmern sich Arbeitsgruppen der letzten Generation auch um den Dialog mit Journalisten, Kirchenvertretern. Ja, die christliche Kirche braucht eh eine neue Ikone, denke ich. Und der Polizei. Laut internen Unterlagen haben sich mittlerweile bundesweit 8 Polizisten der Gruppierung angeschlossen. Das steht natürlich in keiner Art und Weise im Konflikt zum Dienstauftrag, sich einer kriminellen Organisation anzuschließen. Zudem gäbe es viele positiv gesinnte Kontakte innerhalb der Polizei. Tja, vielleicht haben wir da ein bisschen eine Erklärung dafür, warum die Polizei nicht so durchgreift, wie sie es eigentlich sollte. Ist nur eine Mutmaßung meinerseits. Ein Blick auf die Geschichte zeige, dass eine Widerstandsbewegung 46 Mal wahrscheinlicher ihre Ziele erreicht, wenn die Polizei auf ihrer Seite steht. Ja, inwiefern es eine Widerstandsbewegung ist, wenn die Exekutive des Staates hinter der Bewegung steht, sei mal dahingestellt, nicht wahr? Das schreibt jedenfalls die letzte Generation in einem Strategiepapier. Auch finde ich das durchaus interessant. 46 Mal so effektiv, also wo haben die diese Zahl her? Sei es drum, recht haben sie. Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, sagte dieser Zeitung, wenn Polizisten sich bei der letzten Generation engagieren und im Hintergrund an Veranstaltungen teilnehmen, Treffen organisieren oder bei Blockaden mitmachen, wäre das hochproblematisch. Das kann man so sagen, und was wird man dagegen unternehmen? Das ist eine Frage, die hier leider offen bleibt. Solche Treffen könnten auch dienstrechtliche Konsequenzen haben, sofern man dann herausfindet, wer es ist. Nicht alles, was man privat macht, ist mit dem Beruf des Polizeibeamten vereinbar. Das sehe ich genauso. Und hier endet der Artikel. Hier haben wir es also schwarz auf weiß. Ich denke, die Welt wird sich das nicht aus den Fingern saugen. Wenn ja, beschwert euch bei denen und nicht bei mir. Man hat Kontakte zur Politik geknüpft mit allen Parteien außer der AfD. Wie könnte es anders sein? Und man erklärt sich gesprächsbereit, man erklärt sich laut der letzten Generation bereit, die SPD zu infiltrieren, und man soll auf grünen Veranstaltungen zu Wort kommen. Wieder aufs Neue haben wir hiermit ein, so in meinen Augen, Beweis vorgefunden, dass die Politik diesen Protest nicht nur möchte, sondern auch aktiv hofieren will. Klar, warum auch nicht, wenn der Protest ungefähr dasselbe möchte wie man selbst. Ja, eine andere Wirtschaftsform, eine Aushebelung des momentanen demokratischen Systems zum Gunsten des Schutzes von uns allen, ist natürlich klar. Also offensichtlicher kann es nicht sein. Die letzte Generation ist keine Bewegung aus der bürgerlichen Mitte. Sie ist lediglich ein Werkzeug der Macht. Sie wird jetzt also aktiv immer mehr eingebunden von Journalistenseite, von öffentlich-rechtlicher Seite und Politikerseite. Offen unterstützt. Also jetzt, nach der Veröffentlichung dieser Chat-Protokolle oder dieser Gesprächsprotokolle der letzten Generation. Ich würde sagen, bleiben wir beobachtenden Auges dabei. Ein bisschen Investigativjournalismus an die Öffentlichkeit tragen, schadet somit nie, und f*** PC.